Italia, vogliamo cominciare? Parliamo in tedesco o in italiano? Italiano. Seduti così. Italiano volentieri. Dopo giro io, a seconda di chi parla, poi giro io, non vi preoccupare. Volete parlare in italiano o in tedesco? In italiano. In italiano, perché? Madrelingua. Sì, siete tutti di madrelingua italiana? Sì, per me va bene tutti e due. Sì, für mich sind Deutsch, also ich kann Deutsch und Russisch gleich gut, auch Englisch. Und halt zu Hause spreche ich mit meiner Mutter meistens Russisch und Vater auch. Aber mit meinem Vater können wir auch Deutsch sprechen, also kein Problem. Und ja, also beide Sprachen sind für mich normal. Então, eu sou Rufus, eu sou alemão e eu nasci na Alemanha e mesmo assim eu falo português, como você pode ver agora. E sim, por causa da escola, por causa dos meus amigos que são portugueses, são brasileiros e sim. Für manche Menschen ist das so, dass eine Sprache schwieriger ist als eine Sprache. Leichter, also es gibt keine leichtere Sprache oder schwierige. Mhm. Ja, und also ich finde, dass Griechisch ein bisschen schwieriger ist als Deutsch. Und ich kann beides sehr gut. Guten Morgen! Überlegt mal, ich habe ja hier vorne was mitgebracht und überlegt mal, wer wohl Geburtstag heute hat. Nö, Grobi hat nicht Geburtstag, kann ich euch schon mal verraten. Aber wer hat vielleicht Geburtstag? Was meint ihr? Wer hat bei uns Geburtstag? In 1986, a group of parents from bilingual and foreign language families in West Berlin drew up a concept for state schools in which the students would be taught in two languages. They proposed it to the city government, but the city didn't act on it. Then the wall came down and a reunited Berlin became the capital of Germany. In the euphoria of the new era, the city of Berlin remembered that idea and called up the group of parents. In 1992, the first six state schools opened bilingual branches, two each for German English, German French and German Russian, the languages of the Allies that had occupied Berlin. The SESB, Staatliche Europaschule Berlin, was born. Then other bilingual families got interested, and the SESB has been growing ever since. Now Berlin has 35 state schools with bilingual branches in 9 different languages. Ich war in der zweitsprachigen Klasse. Also hatten wir die Hälfte der Fächer auf Russisch und die andere Hälfte auf Deutsch und auch Russisch als Fach. Was gibt es für Fächer auf Griechisch? Also Sach. Kunde früher, jetzt ist es halt Navi bei uns, mhm. Gewi, Muttersprache für mich, mhm. Und Musik ist halt so Mittel und bei ihr ist es halt Partnersprache, ist bei ihr Griechisch und wir sind in der gleichen Klasse. Ja, weil manche können Griechisch aus der ersten Klasse besser und manche Deutsch und danach ist es Muttersprache, sind die, die Muttersprache Deutsch sind die, die besser Deutsch und Muttersprache Griechisch besser Griechisch können. Und bei mir war es halt so, dass ich besser Deutsch konnte und also fast gar nicht Griechisch. Und das habe ich dann mit der Zeit gelernt und das fällt mir ziemlich leicht jetzt. Die Alphabetisierung erfolgt bei den Kleinen in der Regel in der Muttersprache. Das heißt, dort erlernen sie das Lesen und das Schreiben, während sie in der Partnersprache erstmal hauptsächlich mündlich Wortschatz Erweiterung pflegen und auf die Sachfächer, auf den Fachwortschatz in den Sachfächern vorbereitet werden und der Spracherwerb in der sogenannten Partnersprache, das heißt die Zweitsprache, erfolgt dann ab Klassenstufe 2.
Ακριβώς, πρέπει να βρείτε ποιο ζώο έδωσε τι. Θα το κοιτάζετε από το κείμενο. Ναι, βέβαια. Εννοείται. Δεν το κολλήσατε. Ακόμα σας λείπουν. Μπορούμε να κάνουμε ένα μαρκαδόρο. Ich bin Klassenerzieherin. Und ich unterstütze die in der Matheunterricht und Sachkundeunterricht die Kinder, die nicht so gut Deutsch sprechen. Und allgemein unterstütze ich die Klasse. Und wir verbringen viel Zeit auch in der Freizeitbereich. Dann habe ich die Möglichkeit, mit den Kindern auf Griechisch zu sprechen. Und es geht nicht nur um die Sprache, aber auch für die Kleinigkeiten und die Kultur, allgemein die Kultur, die griechische Kultur beizubringen. Die staatlichen Europaschulen sind insgesamt als sogenannte gebundene Ganztagsschulen organisiert. Das heißt, das Lernen verläuft über den ganzen Tag. Nicht nur im Unterricht lernen wir Sprachen, sondern auch in Alltagssituationen, beim Essen, in der Freizeit. Das sind alles Gelegenheiten zum Sprachenlernen. Unsere Erzieherinnen und Erzieher sind wie die Lehrkräfte auch in der Regel Muttersprachler Deutsch und oder Muttersprachler Griechisch und sind insofern auch für alle Ansprechpartner. Wir haben das Prinzip One Person, One Language. Das heißt, die Kinder müssen einfach lernen, sich daran zu orientieren, wie spreche ich Menschen an. Hallo, wir sind die Klasse 5D und wir sind dabei, den Klassenrat zu eröffnen. Das ist die Frau Arfantidou, unsere Erzieherin, Frau Loh, unsere stellvertretende Klassenlehrerin, die unterrichtet Deutsch und Englisch, genau. Und wir arbeiten hauptsächlich im Klassenrat auf Deutsch, damit auch die anderen Lehrer was verstehen. Und weil manche Kinder nicht so gut Deutsch können, übersetzen wir viel auch auf Griechisch. Aber die Hauptsprache ist Deutsch. Genau, und das sind die Kinder unserer Klassen. Zweisprachig. Ja, und dann legen wir los. Ja. Liebe Klasse 5D, ich eröffne den heutigen Klassenrat. Σε καθάρισα και μετά, αν το είπες και δεν το άκουσα καλά, γιατί είπες είσαι χάλια, γιατί έπεσε να το αφήνεις. Είπες, αν το είπες, είσαι χάλια. Δεν είπες. Έγινε χάλια. Es heißt, auf Griechisch gibt es einen Ausdruck, wenn du dich so verschmutzt hast, dass man sagt, du bist schlecht, das schmutzig, aber man sagt Chaya, das heißt schlecht, schlimm. Ne? Und das ist aber, um damit auszudrücken, dass du schmutzig bist und der andere will dich sauber machen. Es ist nicht böse gemeint, Jano. Katharina? Ja, ich habe gesagt, ich habe gehört, dass böse ist Chaya. Και αν το έλεγε, γιατί δεν με είπε, έγινε χάλια γιατί έπεσαν τα φύλλα στην πλάτη σου. Κωστή. Αν έλεγες γιατί έπεσαν τα φύλλα στην πλάτη σου, δεν θα. Γιατί εκείνη την ώρα έφυγες, οπότε σου είπα έγινε χάλια και σε καθάρισα και έφυγες γιατί έπρεπε. Ανδρέα. Ich wollte dazu noch sagen, dass ich war auch vor, als Kosti das für Jano gesagt hat, aber er meinte es nicht, weil er schlecht ist, sondern weil er schmutzig hinten war. Und ich habe auch gesehen, dass er nicht so benannt hat, weil er schlecht ist, sondern weil er schmutzig hinten war. Möchtest du das übersetzen auch? Ο Κωστής το είπε αυτό στο Γιάννο, όμως τον είπε επειδή ήταν βρώμικο στην πλάτη του και όχι επειδή ήταν χάλιο στο τελικό. Good morning, everybody. Hello, everyone. Now it's time for English. Let's have a lot of fun. Also in der Grammatik, im Sprechen fühle ich mich im Deutschen sicherer, aber in Russisch, da bin ich irgendwie schriftlich ein bisschen besser. Ich weiß auch nicht warum. Und deshalb glaube ich, dass ich irgendwie in der Mitte von beiden liege. Und du? Du machst so? Ja, also ich finde, also sprechen fällt mir beides nicht so schwer.
Und beim Schreiben habe ich in beiden Probleme mit der Grammatik. Also ich liege also genau in der Mitte. Wenn ich schreibe, bin ich in beiden nicht gerade der Beste. Ansonsten bin ich beim Sprechen besser in Russisch. Viele sagen zum Beispiel so beim Fußball oder so, dass ich Russe bin. Eigentlich fühle ich mich nicht wirklich so, weil meine Mutter ist Polin und also sie ist halb Polin, halb Deutsche. Und mein Vater ist in Kirgisistan geboren, ist in Litauen aufgewachsen und dann hier mit 16 nach Berlin gezogen. Ich weiß nicht eigentlich, woher ich den russischen Teil habe, aber ich schätze mal, das kommt. Es ist einfach da, ich weiß es nicht. Mein Stiefvater zum Beispiel, er kommt aus Kuba, also er spricht Spanisch. Ich fühle mich eigentlich gleich so als Deutsche. Was spricht ihr zu Hause? Bei meiner Mutter spreche ich Deutsch, immer, also fast nie Russisch, außer wenn es manchmal so um Hausaufgaben geht oder so. Und sonst bei meinem Vater und bei meiner Oma väterlicherseits auch immer und meinem Opa auch immer Russisch. Ja. Das ist zum Beispiel, ich habe eine Freundin in Bayern und dort gibt es keine solche Europaschulen. Und sie musste immer nach der Schule nochmal für 2 Stunden in noch eine Schule fahren. Und das fand sie richtig schwer. Und deshalb hat sie das mit Russisch aufgehört. Ich finde, das ist nicht so gut, man muss seine Muttersprache auch weiter lernen. Die Kinder werden mit beiden Kulturen groß. Und wir haben muttersprachliche Lehrkräfte, die sie in ihrer eigenen Kultur, und das ist ja nicht nur die Grammatik, ihr habt sehr viel von Grammatik gesprochen, die sicher auch wichtig ist, aber nicht das Wesentliche ist. Aber die Sozialisierung, der kulturelle Hintergrund, eure Herkunft, ja, das ist ganz wichtig. Und wenn ich meine Muttersprache, welche Muttersprache ich auch immer habe, richtig gut beherrsche und in der zu Hause bin und meine Kultur kenne, dann bin ich offen für andere Kulturen und dann kann ich in den Austausch treten mit anderen Kulturen. Und wir haben hier die Möglichkeit, immer von Anfang an ab Klasse 1 mit 2 Kulturen, mit 2 Sprachen umzugehen. Ich habe auch Freunde, die sind zweisprachig aufgewachsen und waren nicht auf der Schule und auch mit Russisch. Und die können jetzt schlechter Russisch als ich. Also ich würde sagen, ich könnte vielleicht sogar in Russland arbeiten oder berufstätig sein oder studieren. Und für die wäre das sehr schwierig oder kaum möglich. Also die sprechen dann auch teilweise mit Akzent oder können nicht schreiben und nicht lesen. Naja, erstmal diese Bilingualität, das ist ja ganz klar. Aber sie haben ja auch den Vorteil, die ganzen Jahre über in kleineren Gruppen Sprachunterricht gehabt zu haben. Und das wirkt sich auch aus. Das sagte ich ja schon, in diesen Vergleichsarbeiten in dritten Klassen führen diese Klassen, die SESP-Klassen, das sind die Leistungsträger hier. Ja, ganz klar, das wirkt sich aus. Ich war schon einmal in einer ganzen deutschen Schule. Gibt Unterschiede, weil ich glaube, weil für die Deutschen, die waren einfach, oh mein Gott, Brasilianer, du bist Brasilianer, Fußball und so. Aber hier war nicht fast alle, aber schon viele sind von Brasilien und so und das ist ganz normal. Und ich glaube, das ist richtig gut, weil wir haben die gleiche Weg zu sprechen und die gleiche Witze, solche Sachen und das ist richtig gut und ja, macht Spaß.
Schön, danke. Und was ist mit euch? Wo kommen eure Familien her? Also meine Mutter kommt aus Brasilien. Ich bin auch in Brasilien geboren, aber ich lebe seit 8 Jahren in Deutschland. Und mein Vater ist auch Deutscher. Ja, also ich bin auch seit 8 Jahren hier in Deutschland. Ich bin in Portugal geboren und meine ganze Familie sind Portugiesen. Ich finde den SESB-Zweig in sich schon ein komplexes Universum. Also es gibt Menschen aus unterschiedlichen Herkünften, aus unterschiedlichen wirtschaftlichen Hintergründen. Es gibt Menschen aus Brasilien, Portugal, Kap Verde, Angola, Mosambik. Es gibt Kinder, die in Deutschland geboren und aufgewachsen sind und andere Jugendliche, die als QuereinsteigerInnen gerade in Deutschland angekommen sind. Es gibt Menschen im SESB-Zweig mit Deutsch als Muttersprache oder als eine erste Sprache und Menschen, die auch kaum Deutsch können. Von daher finde ich das sehr vielfältig in sich. Also das Level von Komplexität ist schon sehr hoch. Natürlich haben wir in den letzten Jahren auch mit der Zuwanderung zu tun. Das heißt, gerade aus Brasilien, weil das ist einfach mengenmäßig der größte Punkt, kommen natürlich viele Menschen, die dann, wenn sie hier in Berlin ankommen, mit ihren Kindern, die schulpflichtig sind, auch zunächst mal gucken, oh, wo gibt es denn eine Möglichkeit, eventuell mit der eigenen Muttersprache noch etwas anzufangen. Sodass wir, also ich denke, jährlich in jede dieser SESB-Klassen durchaus 4 bis 5 Schüler noch aufnehmen. Also ich zum Beispiel habe ich einen Cousin, der wohnt in einem anderen Bundesland und der hat halt keine Möglichkeit, Italienisch zu lernen. Deswegen redet er kein Italienisch. Und wir haben die Möglichkeit, Deutsch und Italienisch zu lernen. Deswegen finde ich, dass das SESB-System eigentlich sehr sinnvoll ist. Gerade für Menschen, die halt außerhalb Deutschland kommen. Und auch Deutsche selbst. Es sind ja auch viele Deutsche mit dabei, die seit Anfang an das SESB-Programm gemacht haben und jetzt auch auf diesen Italienisch reden. Es ist halt eine Art, so die Kultur auch der Eltern, oder wenn man selber auch aus Italien kommt, so weiterzuleben. Mein Vater kam mit 14 nach Deutschland und damals gab es in Berlin halt das SESB-System noch nicht und deswegen hat er auch nicht die Möglichkeit, weiter in Italienisch zu lernen. Und das finde ich sehr schade. Was sprecht ihr miteinander? Sizilianisch. Das ist halt ein Dialekt. Ich glaube, was die Kinder mitbringen, die sich sozusagen von der deutschen Seite her einschreiben, ist eine Offenheit für eine andere Kultur, eine zusätzliche Kultur, die dann, das ist eine interkulturelle Bereitschaft und das führt dann zu einer Europabildung im weiteren Sinne. Und deswegen wählen sie, glaube ich, dieses Modell, weil man da gemeinsam mehrere Kulturen kennenlernt und voneinander lernt. In ganz vertiefter Weise. Es ist sehr viel mehr als Fremdsprache. Man muss sich vorstellen, dass wenn man am Ende des SSB-Parcours ist sozusagen, dass in beiden Sprachen das Niveau C1, C2 erreicht wird. Das ist schon eine sehr vertiefte Sprach- und Kulturkenntnis. Ja, und durch diesen gemeinsamen Austausch, natürlich kommt es auch immer mal zu Konflikten, aber insgesamt habe ich den Eindruck, dass wir eine sehr politisch interessierte Schülerschaft auch haben, eine sehr diskussionsfreudige Schülerschaft, also die wirklich auch die Debattenkultur pflegt. Und das ist ja ein weiterer positiver Teil, den wir als Lehrkräfte generell befürworten sollten, ne? Demokratiebildung. Und die passiert hier jetzt nicht theoretisch. Und ich finde, diese Buntheit der Schule ist natürlich eine Herausforderung, aber auch ein Gewinn für alle, weil eigentlich wird man von vornherein dazu fast schon gezwungen, Toleranz mitzubringen, wenn man hier arbeitet oder wenn man hier zur Schule geht. Sowohl als Lehrerin und Lehrer, als auch als Schülerin oder Schüler und auch als Schulleiter natürlich. In wenigen Tagen müssen wir auf der Bühne stehen. Dann müsst ihr hier auf mich schauen, um zu wissen, wann es losgeht wirklich. Nochmal. Versucht mal, nicht lachen, nicht abzusinken, sondern oben zu bleiben mit der Stimme ein bisschen. Und lächeln. Lächeln. 1, 2, 3. Und jetzt. Sehr schön. Und nochmal. Nochmal. Noch ein bisschen mehr. Und 1, 2, 3, 2. Und.
Certo, il promesso sposi li abbiamo fatti per due mesi, come più o meno. Also wenn man Europaschule auch als, nennen wir das Kompetenzzentrum für Europabildung begreift, dann auch, weil dieses Erlernen wollen einer Sprache zunächst erstmal bedeutet, dass man jemanden verstehen möchte, jemand, ein Gegenüber, das eine andere, der eine andere Sprache spricht, eine andere Kultur mitbringt. Euch eigentlich mehr Russen oder Deutsch? Deutsch und Russisch. Russisch. Deutsch, Russisch. Deutsch, Russisch.